Mit 164 Radfahnen startete die Critical Mass Wuppertal ins neue Jahr. Bei knapp 5 Grad und begleitet durch 2 kurze Schauer ging es zunächst von der Kluse nach Oberbarm. Über die Schwarzbach und Wichlinghausen führte die Route dann wieder zurück nach Elberfeld. »164 Teilnehmer« ist übrigens der zweitbeste Januarwert in Wuppertal. Nur 2016, bei der Fahrt an Neujahr, wurde die 200er-Grenze geknackt. Im letzten Jahr fanden sich bei eisigen Temperaturen lediglich 69 Radfahrende ein. Fahrt endete die Critical Mass wieder an der Kluse. Die nächste Critical Mass findet in Wuppertal am 2. Februar statt. Wenn ich so lange warten möchte, die Critical Mass in Düsseldorf fährt am 12. Januar, die in Köln am 26. Januar.